Scorsese reiht sich ja schon beinahe ein in berühmte Filmreden. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der das besser kann als Knossi und der das so auf den Punkt trifft wie er. Wie kam es eigentlich dazu? Wie bei einem Abenteuer, es ist wie in einer Survival-Situation, wo du auf Probleme stößt und die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt bist, Lösungen zu finden. Dass Fritz sagt, zu mir komm, du musst das machen, ne? Ich sag, nein, es ist deine Show, du machst das jetzt, das ist wirklich, du musst das machen, das ist wirklich lächerlich, du musst das machen. Nein, du kannst es aber, du kannst es besser wie ich, du machst es. Und dann muss ich mir aus dem Stegreif so eine verdammte Rede irgendwie, ich überlege dann Satz, den nächsten Satz und versuche da irgendwie durchzukommen und überlege, dass es aber auch von der Anzahl der Rede dann genug hält und darum muss ich es wieder machen. Du hast 1A-Klasse gemacht, aber ich muss mir das so rausschütteln, obwohl ich es gar nicht will. Ich will's nicht. Und dann beginnt Seven vs. Wild, ihr habt's ja gesehen, die erste Folge, beginnt dann wieder, wie wenn ich mich da im Vordergrund spiele. Dabei will ich's gar nicht. Keiner kennt den Hintergrund, was soll ich machen? Hoffentlich kommt die Diskussion mit Fritz. Wahrscheinlich nicht. Motivier uns! Liebe Freunde! Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen, das kann man schaffen. Glaubt an euch. Ja, denkt an, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Wichtig. Die gesagt haben, du gehst raus an Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Die nächsten 14 Tage. Kein Handy, kein Stress, keine Termine. Genießt die Zeit, genießt die Momente. Hab keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Der Motivationsprofi. Oh, ohne Scheiß. Yeah! Ich hab Bock! Ja, beeindruckendes Ding, was Knossi da wieder hingelegt hat. So wie wir ihn kennen. I'm